Sein Tod passte zum Ruf des Abenteurers und machte Thomas Edward Lawrence wohl endgültig zu einem Mythos. Im Mai 1935 verunglückte der Mann, der als Lawrence von Arabien Weltruhm erlangte, mit seinem Motorrad und starb wenige Tage später. Die historische Figur des Lawrence steht nun im Mittelpunkt einer Sonderausstellung im Landesmuseum Natur und Mensch, der letzten in der Reihe der Orient-Okzident-Begegnungen, die Museumsleiter Prof. Dr. Mamoun Fansa 2006 mit der Saladin-Ausstellung begann. Das Ganze hat irgendwie eine gewisse chronologische Überlegung. Da haben wir mit dem Mittelalter angefangen und jetzt enden wir also fast mit der Gegenwart, wenn wir auch das Problem des Nahen Osten dann in diesem Kontext auch noch zusammenstellen können. Das ist dann auch wirklich ein Programm, was schon die historischen Entwicklungen im Nahen Osten in Bezug auf Beziehungen Orient-Okzident fort. Und Sie haben recht, das ist dann auch meine letzte Ausstellung, die überregionalen Charakter hat. Und das ist dann auch doch für mich eine wichtige Entscheidung, das auch in der letzten Ausstellung zu machen, die dann auch ein bisschen Bezug zur Gegenwart hat. Für eine Person, die einen derartig großen Bekanntheitsgrad genießt, ist der Archäologe und militärische Anführer Lawrence historisch allerdings schwer fassbar. Zwar konnte die Forschung in den vergangenen Jahren einige neue Erkenntnisse gewinnen, aber, so der Kurator Prof. Dr. Detlef Hoffmann, aber auf der anderen Seite bleibt der Film und die mythische Auffassung von ihm dominant. Und für die mythische Auffassung ist wichtig, er war jung, er ist früh gestorben, er war hochbegabt, er ist schillernd in seiner Figur, man kann vieles auf ihn projizieren, ob das imperialistische Ideen sind, ob das der Oxford-Kult ist, ob es die Schwulenbewegung ist, alle können sie auf ihn projizieren. Und es ist sicher so, dass er keins zu 100% einlöst. Seinen bis heute nachwirkenden Ruhm hatte Lawrence allerdings weniger seinem militärischen Geschick zu verdanken. Zum Fürsten von Mekka wurde er erst durch die Medienmaschinerie. Lawrence' militärische Rolle war eine vollkommen marginale und vielleicht zu seinem menschlichen, persönlichen Unglück lernte er 1918 den Journalisten Lowell Thomas kennen, der ihn dann nach dem Krieg in dieser berühmten Lowell-Thomas-Show ja aufgebaut hat zu einem Mythos. Und Lawrence, der einerseits den Ruhm suchte und ihm hinterher hechelte, ist vermutlich auch damit dann menschlich nicht ganz fertig geworden und wohl auch teilweise daran zerbrochen. Diesem Ruhm versuchte Lawrence später zu entfliehen. Der hochgebildete Forscher diente unter falschem Namen als einfacher Soldat bei der britischen Luftwaffe. Was blieb, waren, neben seinem Buch Die Sieben Säulen der Weisheit, die berühmten Fotos aus eben dieser Lowell-Thomas-Show und zahlreiche von Lawrence selbst aufgenommene Bilder. Er war begeisterter Fotograf und dokumentierte mit der Kamera zentrale Abschnitte seines Lebens. So etwa auch den arabischen Freiheitskampf, der ihn berühmt machte. Ich glaube, dass er mit den Fotos die Menschen an seinem Leben teilhaben lassen wollte. Er glaubte, dass das Foto viel direkter an seinen Erfahrungen dran ist als sein Text. Ich halte das als Kunsthistoriker für ein Irrtum, aber das ist eine andere Frage. Viel wirkungsmächtiger dürften ohnehin andere Bilder sein. Die der mit Oscars überhäuften Verfilmung von 1962 etwa. Sie hat wohl mehr als alle Bücher das Lawrence-Bild einer ganzen Generation geprägt. Wer an Lawrence denkt, hat mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit das Gesicht Peter O'Tooles vor Augen. Für eine Ausstellung ist das eine Chance, etablierte Vorstellungen ein wenig zurechtzurücken. Eine Demontage des Mythos allerdings ist nicht Ziel der Show. Nein, das darf man nie versuchen. Ein Mythos darf man nicht demontieren wollen, damit verstärkt man ihn nur. Man muss überhaupt zeigen, wie er funktioniert. Denn jeder, der hier reinkommt, wird mit seiner Vorgeschichte das sehen, was er für wichtig hält und für sich selbst bestätigt. Wer Lawrence also letztlich wirklich war, das liegt wohl im Auge des Betrachters. Und das macht einen wahren Mythos ja schließlich auch aus. Die Ausstellung Lawrence von Arabien, Genese eines Mythos, ist bis zum 27. März im Landesmuseum Natur und Mensch zu sehen.